Der hat mich jetzt gerade geschlagen, weil ich keine Maske an habe. Du hast ihn jetzt egal geschubst, das hab ich doch gesehen. Leute, folgender Sachverhalt. Also wirklich, ich kann es nicht glauben. Ich bin ohne Maske einkaufen gegangen, weil ich muss keine Maske tragen. Ich kriege keine Luft darunter. Da brauche ich auch keinen Attest vorzuweisen. Das sind gesundheitliche Probleme, Punkt aus Ende. Das ist rechtlich, ist das sicher. So, ich bin da hingegangen. Da kam eine Mitarbeiterin. Übrigens eine Mitarbeiterin, die ich oft da sehe. Die arbeitet da und mit der Maske unter der Nase. Sehr oft sehe ich die rothaarige Frau da im Hitmarkt in Frechen. Die kam zu mir und meinte, wo ist ihre Maske? Ich sag, ich habe keine, ich brauche keine. Aus gesundheitlichen Gründen muss ich keine tragen. Dann fragt sie mich nach meinem Attest. Sage ich, habe ich nicht dabei. Brauche ich ihn auch nicht vorzuzeigen. Das habe ich mal mit dem Anwalt abgeklärt. Das muss man keinem vorzeigen. Du musst keinem Menschen, auch nicht der Polizei, einen Attest vorzeigen. So, daraufhin hat sie gesagt, soll den Laden verlassen. Ich so, nein, sie dürfen hier auch das Hausrecht nicht benutzen. Das ist auch rechtlich abgesichert. Ein Lebensmittelgeschäft darf dich nicht rausschmeißen, nur weil du keinen Attest vorzeigen kannst. So, die Leute sind alle uninformiert. Auf jeden Fall rief sie dann einen Kollegen, der mich auch nochmal freundlich darauf hingewiesen hat, rauszugehen. Der stellte sich die ganze Zeit vor mich hin, ohne Mindestabstand. Ich habe zu ihm gesagt, halt den Mindestabstand wenigstens ein. Frage sie nicht. Abstand halten! Lass Abstand halten! Bitte. Mindestabstand! Hat er nicht gemacht. Der kam 1 Zentimeter vor mir, so richtig provokant. Dann wollte ich einfach weiter einkaufen. Er schubst mich so weg. Fängt er mich an zu schubsen. 3 Mal. Nach dem 3. Mal habe ich ihn weggeschubst. Oh, da wurde er aber sehr aggressiv. Fing an, mich zu schlagen. Ja, dann habe ich natürlich auch zurückgehauen. Da haben wir uns ein bisschen geprügelt, wir beide. Der hat mir nicht wehgetan, der war ein bisschen kleiner als ich, so ein richtiger Schwächling. So, er hat mich auf jeden Fall gehauen, ich habe nicht so feste zugehauen. Ich habe mich nur gewehrt, weil, also wirklich, wenn jemand auf mich draufschlägt, weil ich keine Maske anziehe, ist er wirklich das Allerletzte. Auf jeden Fall kamen dann noch 2 andere Kollegen von ihm, beide auf mich drauf. Also zu dritt haben die auf mich drauf geprügelt. Ich lag auf dem Boden, fing an, auf mich drauf zu hauen, dann kamen die Kunden auch noch, beleidigen mich alle, also wirklich, das ist ja wie in den Nazi-Zeiten, als wäre ich ein Schwarzer früher oder was weiß ich, das ist ja alles vollkommener Beschiss, wie geisteskrank die Menschen sind. So, der hat mich jetzt gerade geschlagen, weil ich keine Maske an habe. Du hast ihn jetzt egal geschubst, das hab ich doch gesehen. Pass mich nicht an, Mindestabstand jetzt hier. Nimm das Handy runter. Nein, der hat mich geschlagen. Was für ein Typ, ey, was für ein Typ. Ja, die Frau, trägt das mal, ist keine Maske, wenn ich hier vorbeilaufe. Nimm das Handy. Und jetzt musst du mich, nein. Ich krieg gesundheitliche Probleme, wenn ich die Maske aufziehe. Das hast du. Wo ist dein Attest? Hab ich nicht dabei, brauche ich dir noch nicht das zeige. Dann kannst du auch nicht in den Laden reinkommen. Brauche ich nicht. Ja, fühl mich. Nein, ja, Kranz. Ja. Polizei kommt jetzt, dann diskutieren wir. Wirfst du dann, super. Ja, ja. Du hast mich angegriffen. Geh raus jetzt. Nein. Halt den Mund und geh raus. Halt die Klappe. Halt den Mund und geh raus. Halt du die Klappe. Du machst das, damit du die Klappe hältst. Mindestabstand mit dem Finger. Ja, dann geh mal! Nein! Du Wichser! Ja, danke. So, auf jeden Fall habe ich dann keinen Bock mehr. Ich habe gesehen, okay, ich kann hier nicht mehr einkaufen, die verprügeln mich. So, dann habe ich die Sachen stehen gelassen, wollte rausgehen. Und dann haben die gesagt, nein, nein, hier bleiben! So, dann kommen die 3 wieder auf mich drauf. Diesmal aber ein bisschen härter. Schmeißen mich alle 3 zu Boden. Die ganzen Kunden und die ganzen Kassierer, die standen drumherum. Zum Glück war mein Nachbar auch da. Mein Nachbar war auch da zufällig, der hat's gesehen, der kennt mich. Der hat gesehen, wie die auf mich drauf auf dem Boden lagen. Der hat mir mit dem, wie bei George Floyd, mit dem Knie auf meinem Hals, mit der Hand auch noch, ich habe keine Luft mehr bekommen. Wie George Floyd lag ich da auf dem Boden, hab gesagt, Leute, ich krieg keine Luft mehr. Ich krieg keine Luft mehr. So, und dann haben die gesagt, hier bleiben, und die wollten mich festhalten. So, und dann kam auch die Polizei, ja. Zu 6 kam die scheiß Polizei. Und natürlich haben die mir kein Wort geglaubt. Folgender Sachverhalt. Eine Mitarbeiterin kam auf mich zu, hat gesagt, er hat keine Maske an und er weigert sich. Nein, ich weigere mich nicht. Darf ich aus gerichtlich? Dankeschön. Ich darf weigert sich. Aus Ihrer Sicht erzählen? Also. So, der Ladenkassierer, der hat die ganze Zeit gegrinst, weil es ihm ein Vergnügen gemacht hat, jemand wie mich einfach zu verprügeln und wegen der Maske, wegen keinen Maskentragen zu schlagen, weil sie wahrscheinlich alle denken, wir sind alle rechte Verschwörungstheoretiker oder was weiß ich, was sie alle denken. Dann kam die Polizei. Die auch auf mich drauf, also nicht prüglerisch, sondern psychisch, also als wäre ich der vollkommene Bescheuerte. Ich erzähle meine Geschichte. Ah, ja, ja, sie tragen ja keine Maske. Ah, sie tragen ja keine... Sie sind das Problem. Sie sind das Problem. So, als wäre ich psychisch gestört oder sowas. So, ja, haben sie... Der Kassierer hat natürlich gemeint, ich wäre der Aggressive gewesen, dass ich zuerst geschlagen habe. Also wirklich. Jetzt, ja, ist Anzeige, kommt Anzeige.
dann geht es wahrscheinlich vor Gericht. Da wird natürlich wahrscheinlich alles fallen gelassen. Aber wer weiß, das sind ja 3, 4 oder 5, 6 Kassierer, die gegen mich natürlich aussagen werden. Weil die Kunden, die halten natürlich alle die Fresse und gucken dann alle weg. Denken wahrscheinlich, ich bin der Verrückte. Wegen keinem Maskentragen wurde ich da zusammengeschlagen, diffamiert, als psychisch kranker dargestellt. Also wirklich. Und ich habe denen erklärt, ich kann keine Maske tragen, da kriege ich Atemprobleme, da muss ich keinen Attest vorlegen, ich muss es ihnen nur glaubwürdig machen, ja? So, ich kriege keine Luft, wenn ich die Maske trage. Punkt aufs Ende. Und wisst ihr was? Der liebe Gott, der wird euch alle so richtig hart in den Arsch ficken. Dafür sorge ich. Muss das sein? Was denn? Was willst du mit meinem... Was ist denn jetzt? Warum? Ich darf auch meine Zunge draußen halten. Ja, darfst du mich nicht dabei filmen. Kannst ich filme dich doch nicht, ich filme mich. Mein Freund. Ich filme mich gerade. Ich glaube, das muss nicht sein, wie du schwelst, ne? Was ist denn jetzt? Was bist du denn? Warum hast du mir eben gesagt, halt die Fresse zu mir? Ich hab niemals die Fresse zu mir. Da standen alle Polizisten. Mein Nachbar hat's gehört. Ja, schön. Mein Nachbar hat's gehört. Schön. Warum? Warum machst du sowas? Ich sag keiner, halt die Fresse zu wem. Dass du mich du hast zu mir halt die Fresse gesagt eben. Hast du eben gesagt. Ich benimm dich. Ja. Benimm schon Nein, mach ich nicht. Nein. Der hat eben, als wir mit den 6 Polizisten draußen standen, der hat zu mir halt die Fresse gesagt. Er hat sich vor mich gestellt, provokativ. Ich hab zu dem gesagt, hier mal, Mindestabstand einhalten. Da hat er zu mir einfach gesagt, halt die Fresse. Mein Nachbar, der stand daneben, hat es auch gehört. Ja? Und jetzt habt ihr gesehen, sagt er, nee, hat er nicht gesagt. Hallo. Schönen guten Tag. Guten Tag. Video von eben löschen? Ist schon online. Löschen? Ist ja schon online. Kann ich aus dem Internet nicht löschen? Kann ich aus dem Internet nicht löschen? Löschen. Ist schon gelöscht, ist ja online. Ich hab's gespeichert. Warum hast du das mal reingestellt? Ja, im Internet. www.internet.de. Ja. Hab ich vergessen. Ich hab's im Kurzzeitgedächtnis. Ja, okay. Das vergesse ich die ganze Zeit. Ja. Zeig dir mal ihr Handy. Nein, muss ich nicht. Doch, brauchst du am eigenen Bild. Die haben das So, jetzt haben die nochmal mit mir geredet. Die waren sehr aggressiv, die beiden, haben mich wieder provoziert. Der hat jetzt auf jeden Fall gesagt, er hat nicht gesagt, halt die Fresse. Dann hat sein Kollege gerade zu mir gesagt, doch, er hat eben gesagt, halt die Fresse. Und auch noch zu Recht hat er zu mir gesagt, halt die Fresse. Also wirklich, Leute, das geht ja gar nicht mehr, was hier abgeht. Ja, die wollten auf jeden Fall jetzt, dass ich das Video lösche. Ich habe gesagt, hab's nicht. Die wollten mir mein Handy wegnehmen und es dann selber löschen. Aber das geht ja ohne Face-ID nicht. Ich hab's jetzt schon ins Internet gestellt. Und er hat gesagt, warum filmst du mich denn? Ihr habt's ja gesehen. Ich war am Filmen und er ist mir reingelaufen. Er ist mir reingelaufen, während ich gefilmt habe. Und die stellen das so hin, als hätte ich den jetzt gefilmt. So, ich war gerade bei meinem Nachbar. Der wohnt hier gegenüber. Deswegen ja auch Nachbar. Der hat mir auch gerade alles bestätigt. Der hat es gesehen. Der hat gesehen, dass 3 Leute auf mich draufgeprügelt haben. Er hat auch bei der Polizei ausgesagt. Die Polizei wollte zuerst gar nicht seine Aussage hören. Also da war so eine blonde Polizistin. Die hat zu mir gesagt, ich bin krank, ich bin das Problem. Und er meinte, ja, muss ich aussagen? Und die so, ne. Aber er hat dann trotzdem später beim anderen Polizisten ausgesagt. Ja, der hat auf jeden Fall bei der Polizei ausgesagt, dass es komplett übertrieben war, was die Leute da gemacht haben. Und der steht zu mir. Und wenn das vor Gericht geht, wird er natürlich aussagen. Ansonsten hier noch eine Message. Fuck the police und fuck alle anderen, die diesen Corona-Wahnsinn mitmachen. Ich werde weiter kämpfen. Ich werde mich nicht unterkriegen lassen. Ihr seid die geistig Kranken, nicht ich.